Was haben ein ausziehbarer Griff für Smartphone? Ein Haargummi in Spiralform? Und ein handliches Multifunktionswerkzeug gemeinsam? Sie haben ihre Erfinder zu erfolgreichen Unternehmern gemacht. Ich hätte nie gedacht, dass es so groß wird. Wie im Film. Echt seltsam. Geniale Erfindungen und außergewöhnliche Geschäftsideen. Jetzt bei Galileo 360 Grad. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Galileo 360 Grad Ranking Spezial. Mit nur einer guten Idee reich werden, davon träumt wahrscheinlich jeder. Die Menschen, die wir Ihnen jetzt vorstellen, haben genau das geschafft. Los geht's mit David Barnett. Er ist der Erfinder der sogenannten Popsockets, einer Art Handygriff. Anfangs haben alle darüber gelacht. Heute ist der Amerikaner Multimillionär. Colorado, USA. In der Universitätsstadt Boulder beginnt die Erfolgsstory der Popsockets. Seit der Gründung 2014 hat das Unternehmen mehr als 150 Millionen Smartphone-Griffe verkauft. Auf dem Firmengelände arbeiten heute über 220 Mitarbeiter. Aber wie kommt man auf die Idee, Griffe für Smartphones zu bauen? Dafür müssen wir ein paar Jahre zurückreisen. 2009 ist David Barnett noch kein Unternehmer, sondern Universitätsprofessor für Philosophie. Und er hat ein Problem, das ihn täglich nervt. Meine Kopfhörer haben sich ständig an meinem Handy verheddert. Immer, wenn ich es aus der Tasche holte, war ein Knoten im Kabel. Ich hatte es so satt, dass ich eines Tages zum Bastelladen gefahren bin und nach einer Lösung gesucht habe. Die Lösung sind Knöpfe. Damit soll der Kabelsalat ein Ende haben. Auf der Rückseite eines Smartphones klebt David zunächst zwei kleinere Knöpfe als Abstandshalter. Obendrauf zwei riesige. Fertig ist die Kopfhörerhalterung. Es sollte eigentlich nur eine Lösung für mich sein. In den nächsten Wochen haben mich alle ausgelacht, weil diese riesigen Knöpfe an meinem Handy klebten. David will allen Zweiflern beweisen, dass seine Knopfhalterung Potenzial hat. Er sucht nach einem Mechanismus, um die Knöpfe ein- und auszuklappen und stößt dabei auf faltbare Campingbecher und Silikontrichter. Diesen Mechanismus wollte ich verkleinern. Doch das war schwerer, als ich dachte. Über Monate hinweg arbeitet David an seinem Gadget, fertigt unzählige Skizzen, designt 3D-Modelle am Computer und entwickelt mehr als 60 verschiedene Prototypen. Er ist sich sicher, dass dieses Teil Erfolg haben wird. Also kündigt er seinen Job und startet sein Unternehmen in der Garage. Produzieren lässt er die Einzelteile in China, Mitarbeiter vor Ort bauen sie zusammen. Das Problem ist die Vermarktung. Geld für Reklame hat David nicht. Dafür jedoch eine Idee, wie man die Handygriffe trotzdem unter die Leute bringt. Als Werbeträger. Zehntausende haben wir an Firmen verkauft, die ihr Logo draufdruckten und sie dann verschenkten. Davids Strategie funktioniert. Das neue Gadget für Smartphone verbreitet sich schnell. Nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Als immer mehr Menschen die Griffe in der Hand hatten, konnte man sehen, wie es sich immer mehr verbreitet hat. Wenn 1000 Leute Griffe hatten, erzählte jeder davon 5 weiteren und die wiederum 5 anderen. So wuchs es in den ersten 2 Jahren. Die Firma wächst und wächst. Jedes Jahr brauchen sie mehr Platz und Personal. 2014 verkauften wir 30.000 Stück, im Jahr darauf 300.000 Stück, danach 3 Millionen und dann im vierten Jahr 35 Millionen Stück. 2018 sind es sogar über 63 Millionen Popsockets. Jedes Jahr steigert das Unternehmen seinen Umsatz um 800%. Von $240.000 auf über 200 Millionen. Davids Firma gehört zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen in den USA. Über 150 Millionen Popsockets hat er bereits in mehr als 40 Länder verkauft. Ich hätte nie gedacht, dass es so groß wird. Wie im Film. Echt seltsam.
David hat mit den Popsockets ein Problem gelöst, von dem Millionen Menschen vorher gar nicht wussten, dass es überhaupt existiert. Wahrscheinlich ist genau das Geheimnis eines echten Erfolgsproduktes. Er fotografiert sich gern mit einem Stapel 100-Dollar-Noten. Er fährt seinen eigenen BMW i8, eine Spezialanfertigung für rund 150.000 Dollar. Und er besitzt Sneakers im Wert von fast einer Viertelmillion Dollar. Das ist ein 6.000-Dollar-Schuh. Wenn man den hat, ist man was Besonderes. Das ist Benjamin Kicks. Früher war er ein Außenseiter. Heute ist er der jüngste Sneaker-Millionär der Welt. Hinter diesem Milchgesicht steckt ein knallharter Businessman. Er hat bereits Millionen mit Turnschuhen verdient. Zu seinen Kunden gehören die bekanntesten Hip-Hopper wie Drake, Travis Scott, The Weeknd, DJ Khalid, French Montana und sogar P. Diddy. P. Diddy ist wahrscheinlich mein bester Kunde. Der hat bei mir schon 180 Paar Schuhe bestellt. Und da sind die für seine Kinder noch gar nicht mit eingerechnet. Angefangen hat alles vor 4 Jahren mit diesen Schuhen. Es fing damit an, dass ich diesen Schuh in der Schule anhatte und alle sagten, die sind so toll. Danach hat mir meine Mutter ein zweites Paar gekauft. Das habe ich einem Kind in der Schule für das Doppelte weiterverkauft. Danach war Benjamins Business-Idee geboren. Er macht sich schlau, welche Schuhe am angesagtesten sind. Um die ganz seltenen Exemplare zu bekommen, kämmt er vor den Schuhläden oder bezahlt Freunde dafür, sich für ihn in die Reihe zu stellen. Er baut eine Website, beginnt seine Errungenschaften dort zu verkaufen. Das Business blüht. Seine Mutter wundert sich darüber gar nicht. Seit Benjamin 10 Jahre alt ist, ist er ein Geschäftsmann. Er hat dauernd Dinge verkauft, angefangen mit Süßigkeiten im Schulbus. Und dann hat er Autos gewaschen oder Leute dafür angeheuert, für ihn Autos zu waschen. Doch Benjamins Erfolg fordert auch seinen Preis. Sein Spleen für Turnschuhe wird von seinen Mitschülern belächelt, das Protzen mit seinem Luxus als Angeberei abgetan. Vor einem Jahr hat er die Schule sogar ganz geschmissen, lernt nur noch online. Somit hat der Außenseiter Benjamin mehr Zeit für sein Business. Natürlich haben Mitschüler hinter meinem Rücken über mich geredet, aber mir ist es nicht wichtig, viele Freunde zu haben. Benjamins Freunde Ruben und Matteo haben sich von der Protzerei nicht abschrecken lassen. Sie beraten ihn bei seinem Outfit, helfen ihm bei den täglichen Geschäften und müssen seine T-Shirts tragen. Während die anderen Kids Party gemacht haben, hat er sich auf das hier konzentriert. Natürlich haben sich alle gefragt, warum er nie dabei ist. Aber statt seine Zeit zu verschwenden, ist er seiner Leidenschaft gefolgt. Jetzt feiert er seinen Erfolg. Ja, niemand hat geglaubt, dass ich es schaffe, aber schaut her, ich hab's geschafft. Sneaker-Dealer Benjamin Kicks, unser Platz 10 der erfolgreichsten Unternehmer. Das erste Auto war für die meisten wohl dieses hier, das Bobbycar. Über 90% der Deutschen saßen mal auf einem. Der rote Flitzer gilt mittlerweile als eines der berühmtesten Spielzeuge der Welt. Den Mann hinter dieser Erfindung kennt man allerdings kaum, Ernst Bettag aus Fürth. Die Geschichte beginnt 1954, als er die Spielwarenfabrik von seinem Schwiegervater übernimmt. Dort produziert er das Racing Car aus Blech und hat Erfolg. Innerhalb eines Jahres verkauft es sich über 1,2 Millionen Mal. In den 70er Jahren wird Kunststoff immer beliebter. Bettag erkennt das Potenzial. Er stellt die komplette Produktion auf den neuen Stoff um. 1972 erblickt dann das erste rote Kinderauto das Licht der Welt. Damals sieht der kleine Flitzer so aus. Und jetzt, knapp 40 Jahre später, so. Vom Kern ist er also gleich geblieben. Heute werden alle Bobbycars in Burghaslach in der Nähe von Nürnberg produziert. 2000 Rutschewagen verlassen hier jeden Tag das Lager und machen sich auf den Weg in die ganze Welt. Michael Raum ist für die weltweite Produktion des roten Flitzers verantwortlich. Er hat jahrelang mit dem Erfinder Ernst Bettag zusammengearbeitet. Ich habe viel von ihm gelernt, auch in dem Bereich technischer Bereich. Sein Führungsstil war sicherlich damals angebracht. Heute würde man sagen, wäre es äußerst schwierig.
Er galt als sehr aufbrausend. Deshalb wählt Bettag auch den Büffel als Wappentier für sein Unternehmen. Den findet man immer noch auf jedem Bobbycar, das hier über das Produktionsband läuft. Auch das Material ist immer noch das gleiche wie vor 40 Jahren. Das Kunststoffgranulat wird zuerst mit dem typisch roten Farbstoff vermischt und landet dann in dieser Spritzgussanlage. Hier wird das Granulat erhitzt und mit Luft gegen die Gussform geblasen. So entsteht der Körper des Bobbycars. Einige Einzelteile werden dann noch am Fließband montiert. Ernst Bettag war aber nicht nur Spielwarenhersteller. Er hatte auch ein Händchen für PR. Während einer Spielwarenmesse lässt er einen Zirkuselefanten auf sein Bobbycar steigen, um zu zeigen, wie stabil es ist. Wenn man heute immer noch Besucher hat oder ja, Freunden dieses Bild zeigt mit den Elefanten, dann ist jeder begeistert und sagt, oh, wow. Auch wenn das Kinderauto wohl keinen ganzen Elefanten aushält, der Messegag macht das Bobbycar in der ganzen Welt bekannt. Doch Ende der 90er steht das Unternehmen vor dem Aus. 1998 brennt das Werk in Fürth wegen eines technischen Defekts komplett ab. So gut wie alles geht verloren. Da hat sich natürlich die Frage auch für jeden einzelnen Mitarbeiter gestellt, wie geht es weiter? Wird Herr Bettag mit 69 noch mal anpacken? Wird er noch mal investieren? Und das war sicherlich ein sehr bewegendes Ereignis für alle Mitarbeiter. Noch in derselben Nacht entscheidet Bettag, er macht weiter und baut in Burghaslach eine der modernsten Spielwarenfabriken der Welt. 2003 stirbt der erfolgreiche Unternehmer, doch seine Idee lebt weiter. Diese kleinen Dinger hier kennt wohl jeder. Ich kenne das, macht man sich in die Haare. Ein Haargummi, wie ich es auch gerade in den Haaren trage. Das ist ein Haargummi. Ich glaube, jede Frau weiß das. Und die haben eine gebürtige Dänin reich gemacht. Wir waren 18, als wir Invisibobble gründeten. Mit 22 standen wir auf der Forbes-Liste. Doch womit sie heute Millionen macht, daran glaubte anfangs niemand. Sophie Trellis-Tvede studiert in der Nähe von London und hat hier durch einen großen Zufall die Idee, die alles verändern soll. Sie ist auf eine Bad Taste Party eingeladen und wickelt sich ein Telefonkabel ins Haar. Ein Partygag. Als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, dachte ich, ich habe immer noch das Telefonkabel im Haar. Dann habe ich es rausgemacht und dieses riesige Ding, was ich als kleinen Haargummi trug, machte mir keine Kopfschmerzen und es hinterließ keinen Knick im Haar. Und ich dachte, das könnte eine Idee sein, mit der ich etwas anfangen kann. Sie ruft ihren damaligen Freund Felix an und schlägt ihm vor, solche Zopfgummis an Freunde und Familie zu verkaufen. Doch der denkt größer. Felix sagt aber gleich, nein, wenn wir das machen, dann machen wir es richtig. Wir machen das zu einer globalen Marke. Wir verkaufen das an Frauen auf der ganzen Welt. Und das machen die beiden dann auch. Sie investieren 4.000 Euro und gründen ihr Unternehmen, Invisibobble. Viele denken, dieses Pärchen, das Haargummis verkauft, wie viel können die wohl verkaufen? Die Antwort ist, naja, verdammt viele. Denn gebraucht werden die auf der ganzen Welt. Von jedem Menschen mit langen Haaren. Zunächst werden sie nicht ernst genommen. Sie sind schließlich sehr jung und verdienen ihr Geld mit, nun ja, Haargummis. Ich traf unsere Universitätsdirektorin und galt wohl als eines der Problemkinder, weil ich keinen Arbeitsvertrag unterschrieben hatte. Und sie fragte, was ist dein Plan? Ja, ich habe dieses Unternehmen, Invisibobble. Ich ziehe jetzt nach München und mache das dort Vollzeit. Und sie war so, Invisibobble, was ist das denn? Das sind diese Haargummis und es läuft ganz gut. Und sie meinte, ja, ich weiß nicht. Schob mir ein Blatt Papier rüber und meinte, wie fändest du es, in der Personalabteilung zu arbeiten? Noch im gleichen Jahr machte Invisibobble 6 Millionen Euro Umsatz. Die heute 27-Jährige ist jetzt mit ihrer Marke Teil eines weltweit agierenden Münchner Beauty-Unternehmens. Am Anfang waren es nur Felix und ich, dann wir vier, die Gründer der New Flag Group. Dann waren wir 10, immer noch ein kleines Team, das in einen Raum passt. Jetzt sind wir allein hier in München 90 Leute. Ihre Invisibubbles werden heute in über 70 Länder verkauft. Die USA sind mittlerweile der größte Markt.
Sophie Trellis-Tweede hat es geschafft, aus einem Partygag einen beliebten Alltagshelfer zu machen und aus sich selbst eine erfolgreiche Unternehmerin. Sich selbst zu fotografieren oder zu filmen, heute ist das überhaupt nichts Ungewöhnliches mehr. Allerdings war dazu erst einmal eine Erfindung nötig, nämlich diese hier, der Selfie-Stick. Erfunden wurde er nicht in Asien, sondern in Kanada. Für Wayne Fromm ist die ausziehbare Handystange das Ding, das ihn zum Millionär gemacht hat. Einfach ausziehen und schon kann's losgehen. Selfie-Sticks. Für die einen das perfekte Tool, um schöne Erinnerungen festzuhalten, für die anderen einfach nur nervig. Und dieser Mann ist verantwortlich für den ganzen Stangenwahnsinn. Ich bin Wayne Fromm. Ich lebe in Toronto, Kanada und habe den Selfie-Stick erfunden. Ich benutze gerade auch einen. Wie es zu der Erfindung kam, erzählt er uns mit mehr als einer Selfie-Stick-Länge Abstand im Interview per Videochat. Los ging alles mit einer Urlaubsreise. 2002 ist Wayne mit seiner Tochter in Italien. Ein Vater-Tochter-Trip nach Florenz. Das muss man natürlich festhalten. Aber Smartphones und kleine Digitalkameras gibt es damals noch nicht. Und sich mit den alten, klobigen Fotoapparaten selbst knipsen, kann man echt vergessen. Und da dachte ich, man braucht irgendwas Ausfahrbares und einen Spiegel, damit man sieht, wie man zur Kamera steht. Das war der Aha-Moment. Eine ähnliche Idee für eine Haltestange für Fotoapparate hat bereits 1985 ein Japaner. Die Erfindung funktioniert aber nur mit einer bestimmten Kameramarke und ist ein Flop. Zu Hause fängt Wayne Fromm sofort an zu tüfteln. Und das kann er. Denn Erfinder ist er schon lange. Allerdings hauptsächlich von Spielzeug. Er arbeitet als Mechaniker für Pinball-Maschinen. Viele Jahre war ich in der Unterhaltungsbranche, Arcade-Spiele. Ich habe sie immer noch im Haus. Daher kenne ich mich gut mit Reparaturen und Elektronik aus. Womit sich der kanadische Daniel Düsentrieb allerdings nicht auskennt, sind Stative und andere Teleskopstangen. Also studiert er erstmal sämtliche Modelle. Richtige Stative sind aber viel zu schwer und klobig. Sein Kamerastab soll leicht und vor allem schnell einsetzbar sein, so wie ein Regenschirm. 2006 ist es endlich soweit. Der Selfie-Stick kommt auf den Markt. Die Handystab-Missionare Wayne und Tochter Sage reisen durchs Land und preisen das Produkt an. Wayne nennt das Ding erstmal QuickPot. Und der feiert seinen Durchbruch 2007, kurz vor Weihnachten, als der Kanadier damit bei einem Home-Shopping-Sender auftritt. Die Telefone klingelten wie verrückt. Es war ein voller Erfolg. Alles war ausverkauft und ich sollte wiederkommen. Da wusste ich, es klappt. Wayne kann es kaum fassen. Seine Erfindung wird über Nacht zum Verkaufshit und so auf der ganzen Welt bekannt. $24.50 kostet die Premium-Version. Bereits im ersten Jahr liegt sein Umsatz damit bei $540.000. Trotz Patent gibt es binnen kurzer Zeit Fälschungen und Kopien auf dem Markt. Statt zu klagen, hat Wayne eine geniale Idee. Er holt die Online-Händler auf seine Seite. Auf Amazon gibt es mittlerweile mehr als 1000 gefälschte Kopien seines Designs im Angebot. Er bittet die Online-Plattformen, den Verkäufern eine Sperrung ihres Accounts anzudrohen, sollten sie sich nicht mit ihm einigen. Sein Plan geht auf. Viele Nachahmer zahlen Wayne seitdem eine Lizenzgebühr. 6% von jeder verkauften QuickPot-Kopie. Der Selfie-Stick. Eine geniale Idee, die den Tüftler Wayne Fromm zum Millionär gemacht hat.
Rasender Herzschlag, zittrige Hände, Angstschweiß. Bungee gibt einen extremen Adrenalinkick. Heute wagen jährlich Millionen Menschen den Sprung ins Nichts. Doch der Weg dahin war für die Erfinder gefährlich und lang. Und diese beiden Draufgänger stecken dahinter, AJ Hackett und Henry von Esch. In den 80er Jahren haben die beiden Neuseeländer die Sache ins Rollen gebracht, oder wohl eher zum Springen. Van Esch ist Mitbegründer von 13 Plattformen in Neuseeland. Jährlich stürzen sich allein hier über 200.000 Menschen in die Tiefe. Was heute ein Millionengeschäft ist, war für viele am Anfang schwer zu glauben. Meine Mutter dachte, ich wäre ein bisschen verrückt. Aber nach einer Weile hat sie sich daran gewöhnt. Wahrscheinlich, als ich ein Teenager war. Sie war es gewohnt, mir zu vertrauen. Und sie wusste, dass ich mich um meine Familie kümmern, aber auch aufregende Dinge tun wollte. Also vertraute sie mir, dass ich am Leben bleiben würde. Die Inspiration zum Bungee-Springen bekommen die Gründer quasi von nebenan. Auf der Inselgruppe Vanuatu in der Nähe von Neuseeland lebt das Volk der Sa. Und die haben für ihre Männer und Jungen ein ziemlich tiefgründiges Ritual, um Mut und Männlichkeit unter Beweis zu stellen. 30 Meter in die Tiefe springen, gesichert nur mit einer Liane. AJ und Henry sehen in dem gefährlichen Brauch großes Potenzial für Menschen auf der ganzen Welt. Mit mehr Sicherheit, versteht sich. Ihre Vision, jeder Mensch soll genau wie das Vanuatu-Volk seine Ängste durch einen Sprung überwinden können. Doch die Suche nach dem idealen Seil stellt die beiden vor eine gigantische Herausforderung. Schließlich hängt ihr Leben dran. Hilfe suchen sich AJ und Henry deshalb bei Studenten der Auckland-Universität. Gemeinsam wollen sie anhand von Gewicht, Länge und Dehnbarkeit das perfekte Seil entwickeln. Für den ersten Bungee-Sprung braucht es also nicht nur Mut, sondern auch ein helles Köpfchen. Wir wollten, dass der Sprung sanft ist. Denn wenn man mehr Gummi nimmt, reagiert das Seil ruckartiger. Wir wollten aber, dass der Sprung etwas länger dauert. Am Ende entsteht das. Ein Seil aus unzähligen kleineren Gummibändern. So wird das Gewicht verteilt und das Seil reißt nicht. Zumindest in der Theorie. Doch die müssen Henry und AJ unter Beweis stellen. Sich aus Spaß von einer Brücke stürzen. Die verrückte Idee ist jetzt realer und angsteinflößender denn je. Sollte der Traum hier etwa enden? Doch AJ und Henry überwinden ihre Angst und springen. Es funktioniert. Es war wie ein Partyspiel. Wir sind gesprungen und haben danach gefeiert oder was auch immer. Manche feierten sogar die ganze Zeit über. Bungee Jumping war geboren. Doch das war erst der Anfang. AJ, Henry und ihre Crew sind ständig auf der Jagd nach dem nächsten Adrenalinkick. Eine Brücke folgt der anderen und jede muss noch höher sein. Langsam nimmt die Sache Fahrt auf und wird zum Medienspektakel. Hunderte sehen AJ und Henry weltweit bei ihren Sprüngen zu, live und am Bildschirm. 1988 springt AJ in Auckland erstmals von einem Hochhaus. Da haben wir realisiert, wie viele Leute davon angetan sind. Wir waren deshalb erst recht davon überzeugt, die Sache kommerziell zu machen. 1988 eröffnen sie die erste Bungee-Plattform in Queenstown in Neuseeland. Auch heute noch ist die Kawarau-Brücke Anlaufpunkt für Adrenalin-Junkies aus der ganzen Welt. Henry van Esch und AJ Hackett haben es geschafft. Mit viel Mut und Fleiß machen sie aus dem Bungee-Seil ein millionenschweres Geschäft, das immer noch auf der ganzen Welt Menschen begeistert. Rette sich, wer kann, denn er ist wieder unterwegs. Ich heiße Adrian Kosakiewicz und das ist eines meiner 500 Haustiere. Und die hängen gerne mal bei Adrian im Gesicht rum. Dabei schaut das halbe Internet zu und im Geldbeutel klingelt's. Wir besuchen den Insektenzüchter in seiner Heimat im Schwarzwald. Kommt rein.
Der 20-jährige gebürtige Pole gehört mittlerweile zu den erfolgreichsten Insektenzüchtern Europas. Hier ist ein Herkuleskäfer aus Südamerika. Es ist eine Art, die etwa 100 Euro kostet. Der Preis richtet sich bei Herkuleskäfern nach der Größe des Hornes. Insgesamt krabbeln hier Insekten im Wert von 10.000 Euro. Aber wie kommt man dazu, Insekten zu verkaufen? Seit meinem Kindheitsalter war das meine größte Leidenschaft, Insekten zu sammeln, Insekten zu beobachten, Insekten zu züchten. Das Geschäft boomt. Mittlerweile macht Adrian die Hälfte seiner Einnahmen mit dem Rechteverkauf seiner Erfolgsvideos. Das kann pro Video gerne mal 300 Euro einbringen. Inzwischen ist das sowas wie mein Markenzeichen, dass ich Insekten auf Gesicht habe und dass ich mir alles ins Gesicht setze. Über 12 Millionen Videoklicks und rund 400.000 Fans verzeichnet der Insektenliebhaber im Internet. Normalerweise mache ich Videos mit 1 bis 2 Tieren auf mein Gesicht. Aber so über 10 Tiere ist schon etwas spannender für die Leute. Je exotischer, desto besser. Und deswegen muss Nachschub her. Den will Adrian in Thailand finden. Doch ist es überhaupt legal, Insekten mit nach Deutschland zu nehmen? Das Mitnehmen der Tiere ist nicht verboten, genauso das Einführen nach Deutschland. Dazu habe ich noch Einfuhrbescheinigungen und Ausfuhrbescheinigungen, die mir das erlauben. Mittlerweile ist es Nacht geworden. Partytime für Insekten. Eine Beroplatis. Nee. Guck mal, ein ausgewachsenes Weibchen. Ah. Habe ich noch nie gesehen hier. Oh, wie geil. Ey. Schau mal. Ich habe die echt noch nie in Thailand gesehen. Oh, wie toll. Wir haben hier eine Todesblattmantis, die sich Deroplatis lobata nennt. Es ist eine meiner Lieblingsgattungen. Es ist eine Gattung, die trockene Blätter imitiert. Habe ich echt nicht erwartet, dass ich noch sowas hier finde. Das ist echt das eins der besten Funde, die ich jemals in Asien gefunden habe. Adrian ist zufrieden. Und auch die Internetgemeinde freut sich über neue, abgefahrene Insektenfotos und Videos. Eine echt verrückte Geschäftsidee. Unseren nächsten erfolgreichen Unternehmer finden wir in Memphis, Tennessee, Heimatstadt von Elvis, Geburtsstadt des Blues. Aber auch eine der ärmsten Großstädte in Nordamerika. Ausgebrannte Häuser, heruntergekommene Läden, sie gehören hier zum Straßenbild. Und hier wächst Jungunternehmer Mo Bridges auf. 13 Jahre alt. Hi Mama, wie geht es meiner Angestellten? Wie viele sind denn bisher fertig? Okay, ich werde mich dann mal ans Binden machen. Dieser Junge hat nicht nur Selbstbewusstsein, sondern auch eine Menge Stil. Denn er verkauft modische Fliegen, die hier im amerikanischen Süden zum Dandy-Look gehören. Und den hat Mo schon erstaunlich früh perfektioniert. Ich habe mich schon immer schick angezogen, aber ich fand keine Fliegen, die meinem Stil entsprachen. Also habe ich meine Oma gebeten, mir das Nähen beizubringen. Seine Fliegen finden auch andere Leute toll. Also beginnt Mo, sie zu verkaufen, als er 9 Jahre alt ist. Zunächst am Straßenrand, dann online. Meine Firma ist sehr schnell gewachsen und ich hatte interessierte Investoren. Wenn Leute zu mir sagten, ach, der hat ja ein nettes kleines Business, dann sagte ich, ich bin klein, aber mein Business ist groß. Und weil das Business noch größer werden soll, hat Mo heute ein ganz wichtiges Verkaufsgespräch in einem exklusiven Kaufhaus, zu dem wir ihn später begleiten dürfen. Doch vorher kümmert er sich noch um den Online-Shop. Bis zu 80 Internetbestellungen kommen pro Woche rein aus aller Welt. 45 Euro kostet eine Fliege. Beim Verschicken hilft die ganze Familie. Cousins, Onkel und Tanten und natürlich Mo's Lieblingsangestellte, die Mama. Mo ist der Chef der Firma. Er hat die Firma gegründet und er ist der kreative Kopf. Er sucht die Stoffe aus, er wählt die Designs, die er verkaufen will. Aber ich muss ihm schon viel helfen, damit das Geschäft auch glatt laufen kann. Bei der Logistik zum Beispiel. Da wäre er aufgeschmissen und da bin ich froh, dass wir so viel Unterstützung von unserer Familie hier haben.
Mutter Tramika hat ihren Job aufgegeben, um Mo Vollzeit zu unterstützen. Auch wenn sie das gar nicht müsste, der 13-Jährige darf seine eigene Firma ganz legal leiten. In den USA gibt es da keine Altersbeschränkung. In 20 Läden ist Mo mit seinen Fliegen bereits vertreten. Doch er möchte noch mehr. Er will schon bald auch Hemden und Hosen designen. Und dafür braucht er einen größeren Kundenstamm. Das Ziel heute ist, meine neue Frühjahrskollektion zu zeigen und natürlich zu verkaufen. Ich hoffe, das wird klappen. Es ist mir sehr wichtig, dass so viele Menschen wie möglich meine Designs zu Gesicht bekommen. Na dann, auf geht's in das edelste Kaufhaus der Stadt. Hier seine Fliegen verkaufen zu können, das würde Mo auf Anhieb eine Menge neuer, wohlhabender Kunden bescheren. Vielen Dank, dass Sie mich heute in Ihren Laden eingeladen haben. Ich habe Ihnen einige neue Fliegen mitgebracht, die in diesen Laden wunderbar hineinpassen würden. Das sind alles ganz neue Muster und Farben, die ich extra für den Frühling und Sommer entworfen habe. Es folgen bange Minuten. Passen die Fliegen in das Konzept des schicken Kaufhauses? Kann sich Mo auf eine Bestellung freuen? Die sind sehr ungewöhnlich. Sowas sehen wir normal überhaupt nicht. Diese drei, die gefallen mir am allerbesten. Sehr gute Farben, die bestellen wir. Für Leute, die auf Fliegen stehen, ist das eine starke Kollektion. Wirklich gut gemacht. Erleichterung bei Mo und Tramika. Das Verkaufsgespräch war ein voller Erfolg für den 13-Jährigen. In diesem Kaufhaus wird es bald Mos Fliegen geben. Platz 4. Für den jungen Unternehmer aus Memphis. Es gibt Erfolgsideen, die sind so simpel. Eine Schaumstoffrolle zur Selbstmassage zum Beispiel. Da muss man erst mal drauf kommen. Jürgen Dürr ist drauf gekommen. Der Deutsche hat mit seiner Erfindung einen neuen Fitnesstrend im wahrsten Sinne des Wortes ins Rollen gebracht. In Fitnessstudios gehört dieses Gadget längst zur Grundausstattung. Eine Massagerolle oder salopp ein Nudelholz fürs Bindegewebe. Ich hatte es in meinen Träumen schon gehofft, dass das mal viele Sportler benutzen und auch brauchen können, weil ich absolut gespürt habe, dass es gut ist. Dass es so weit ging, hätte ich mir nicht träumen lassen. Heute gibt es die Black Roll in über 50 Ländern. Ein echter German Dream. Aber wie hat es der Schweizer geschafft, so viele Menschen für die eigentlich recht simple Massagerolle zu begeistern? Die Geschichte beginnt 2005. Ein Freund bringt Jürgen eine unscheinbare weiße Kunststoffrolle aus den USA mit. Dort setzen Fitnessexperten sie ein, um Verspannungen zu lösen. Jürgen ist selbst Sportler und hat als Handelsvertreter für Sportausrüstung von jeher ein Faible für neue Geräte. Er probiert's aus und ist von der Idee begeistert. Vom Produkt noch nicht. Nach relativ kurzer Zeit gibt es Verformungen, die dann nicht mehr schnell zurückgehen. Ja, das fand ich dann halt schade, weil das ein Gerät ist mit so einem tollen Effekt. Und dann habe ich mir überlegt, eigentlich müsste das ein anderes, besseres Material sein. Dann könnte das noch dauerhafter Spaß machen. Die Idee? Eine formstabilere Rolle aus einem anderen Material. Und er hat ihm dabei geholfen, Ingenieur Marco Schmiedek. Gemeinsam tüfteln sie an der Rolle, überlegen, wie sie das Bindegewebe noch besser massieren kann. Denn dafür ist die Rolle gedacht. Für das Bindegewebe oder auch Faszien. Wie ein Netz durchziehen Faszien in verschiedenen Schichten den gesamten Körper und stabilisieren ihn. Sie umhüllen jeden Knochen und jedes Organ wie eine Art Stoßdämpfer und legen sich schützend in langen Bahnen über die Muskulatur. Zum Beispiel am Rücken. Bei Bewegungsmangel oder Überlastung können Faszien verkleben und sind dann weniger elastisch. Das kann die Bewegungsfähigkeit einschränken und Schmerzen auslösen. Die Lösung für eine stabilere Rolle ist schließlich gefunden: ein Loch in der Mitte. Diese Öffnung macht die Rolle elastischer, weil sich der Druck durch das Körpergewicht besser verteilen kann. Und das macht die Rolle am Ende stabiler. Für die Stabilität ist natürlich auch das Material entscheidend. Und das finden Jürgen und Markus im Automobilbau.
Dort wird expandiertes Polypropylen oder auch EPP zum Beispiel in Crashpads oder Kopfstützen verbaut. Die Kunststoffart ist zu dieser Zeit vor allem in Schwarz erhältlich, daher der Name Black Roll. Heute gibt es die Rolle in vielen verschiedenen Farben, etwa um verschiedene Härtegrade zu signalisieren. Doch wie verkauft man eine schwarze Rolle, deren Nutzen man nicht sofort sehen kann? Jürgen versucht, Fachleute für sein Projekt zu gewinnen und besucht in seiner Freizeit Messen. 2009 bekommt er den letzten Ausstellerstand auf dem Physio-Kongress in Stuttgart. Der Tag wird ein voller Erfolg. Jürgens Rolle wird als Produkt mit dem größten Nutzen ausgezeichnet. Endlich der Durchbruch. Bis zum Physiopreis 2009 hatte ich die Garage voll mit Rollen. Das waren so 2000 Stück ungefähr. Also das war die erste Charge, die ich mal produziert hatte. Und von da an begann dann, dass sich die Garage langsam geleert hat. Dann tauchen völlig unverhofft Bilder von Spielern der deutschen Fußballnationalmannschaft mit Jürgens Faszienrolle in der Presse auf. Die Nachfrage steigt, fast zu schnell. Gibt es doch nur eine Maschine, um die Rolle zu produzieren? Doch Produzent Markus Schmiedeck wird zum Retter der Rollenproduktion. Er investiert nochmal in neue Maschinen, damit die Herstellung endlich richtig losgeht. Nun kann die Nachfrage in Sportgeschäften und online zuverlässig bedient werden. Eine schwarze Schaumstoffrolle hat Jürgen Dürr zu einem der erfolgreichsten Unternehmer Deutschlands gemacht. Handyketten. Aus dem Stadtbild ist dieses Accessoire wohl nicht mehr wegzudenken. Und sie kam auf die Idee. Yara Jens Stipp. Die zweifache Mama ist Schauspielerin und hat mittlerweile über 1 Million Handyketten verkauft. Wie aus einer einfachen Idee in nur wenigen Jahren ein Trend wurde, dieser kleine Park hat auf jeden Fall damit zu tun. Auf dem Spielplatz bin ich dann meine ersten Ketten losgeworden oder wurde die ersten Male darauf angesprochen, wo ich das her habe. Und dann war ich immer so, habe ich selbst gemacht? Okay, cool, das ist cool. Kann ich die kaufen? Ich so, ja, eigentlich, warum nicht? Und dann habe ich angefangen, einfach on demand zu produzieren, immer nach Nachfrage. Seitdem ist einiges passiert. Den Küchentisch hat Yara gegen dieses Berliner Loftbüro getauscht. Hier arbeiten mittlerweile 7 Mitarbeiter an der Vermarktung und Weiterentwicklung der Handyketten. Was sofort auffällt, überall sind Seile. Das ist mein Hobby-Makramee. Das sind Planthänger oder so Wandteppiche. Man kann da mit Seilen halt sich total austoben. Und ich hatte dann ganz viele Seile zu Hause rumliegen, hatte mein Handy wieder irgendwo verloren und war so, ich schnapp mir jetzt einfach ein Seil und bind das irgendwie drumrum, versuche das einfach an diese Hülle zu festigen. Und dann hängt das Handy an mir und ich habe meine Hände frei. Problem erkannt, Problem gelöst. Und das Ergebnis scheint bei vielen Leuten gut anzukommen. Yara zeigt uns, wie sie die Ketten am Anfang von Hand zusammengebastelt hat. Und dann, das ist so eine Art Quetschklemme. Inzwischen ist die auch vorgefertigt und sieht total süß aus mit dem Logo. Aber damals habe ich die im Bauhaus gefunden, in der Sanitärabteilung. Und so entsteht Schritt für Schritt das Trend-Accessoire. Heißschneider heißt es. Ursprünglich war es immer eine Kerze. Also es hat sich vieles weiterentwickelt und es wurde auch immer weiter optimiert, aber es bleibt eine Handarbeit. Es muss mit der Hand gemacht werden, weil es so viele kleine Schritte sind. Mittlerweile bastelt die Chefin ihre Ketten natürlich nicht mehr alle selbst von Hand. Wegen der steigenden Nachfrage hat Yara die Produktion nach Asien verschoben. Ich glaube, es hat wirklich lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass ich hier nicht nur einen Trend ausgelöst habe, sondern dass wirklich ein Markt eröffnet wurde, der vorher nicht da war. Die Firma wächst so schnell, dass Yara nicht mehr hinterherkommt. Zudem steht zu dieser Zeit auch noch die Geburt von Sohn Nummer 2 an. Die Rettung naht in Form von Yaras Freund Richard. Er steigt mit in die Firma ein und übernimmt die Zahlenarbeit.
Ich habe das Projekt natürlich von Anfang an in einer gewissen Art und Weise mit begleitet, weil ich ja jeden Tag mit Yara darüber geredet habe, was sie da eigentlich macht. Und richtig dazugekommen bin ich, als unser zweiter Sohn Jago geboren wurde und Yara einfach nicht mehr die operativen Aufgaben übernehmen konnte. Und da war auch die Stelle, wo ich eigentlich alle anderen Tätigkeiten habe sein lassen. Das kleine Start-up wird zum Familienunternehmen. So kann sich einer von beiden immer um die Kids kümmern, sobald sie aus der Kita kommen. Trotz des großen Erfolges ruht sich die junge Unternehmerin nicht auf den eigenen Lorbeeren aus. Regelmäßig tüftelt Yara mit ihren Kollegen an neuen Designs und Innovationen. Wir wollen versuchen, hier Accessoires zu kreieren, die den Alltag erleichtern. Sei es Fahrradfahren oder Kinderwagen schieben oder auch einfach wirklich ein schönes Accessoire tragen, anstatt eine große Handtasche. Das ist ihr mit den Handyketten auf jeden Fall gelungen. Unser Platz 1 geht an ein geniales Multifunktionswerkzeug, das in jede Hosentasche passt. Über 100 Millionen Dollar Umsatz spielt es jährlich ein und wurde bereits 80 Millionen Mal verkauft. Leatherman steht wie kein anderer Name für Multitools. Dabei heißt ursprünglich nur dieser Mann so, Tim Leatherman. Eigentlich wollte ich nur ein Tool für mich bauen und hoffte, dass es vielleicht auch jemand anderem gefallen würde. Vor 37 Jahren gründet Tim in seiner Heimatstadt Portland in Oregon die Leatherman Tool Group. Was als Zwei-Mann-Betrieb startet, ist heute ein riesiges Unternehmen. Auf mehr als 8000 Quadratmetern Firmengelände arbeiten über 500 Mitarbeiter. Jedes unserer Multitools entsteht hier in dieser Fabrik. So haben wir die absolute Kontrolle über die Qualität. Doch wie kommt man überhaupt auf die Idee, ein Werkzeug zu erfinden, das fast alles kann und trotzdem so handlich ist? Die Geschichte beginnt im Jahr 1975. Tim und seine Frau Jo machen eine Europareise. An ihrem Fiat muss Tim ständig etwas reparieren. Auf der Reise hatte ich immer ein Taschenmesser bei mir, aber oft brauchte ich auch eine Zange. Das Messer habe ich für alles Mögliche benutzt. Zum Brotschneiden, genauso wie für kleinere Reparaturen mit dem Schraubenzieher. Ich dachte, hätte das Taschenmesser eine Zange, wäre es viel nützlicher. In sein Reisetagebuch schreibt Tim, Zange an Taschenmesser bauen. Damit ist der Grundstein für seine Erfindung gelegt. Er beginnt, Skizzen und erste Modelle von seiner Idee anzufertigen. Nach ihrer Rückkehr in die USA will er einen Prototyp bauen. Doch ein Taschenmesser mit Zange zu bauen, erweist sich als schwieriger als gedacht. In der Garage seines Schwagers tüftelt Tim 3 volle Jahre. Für den Lebensunterhalt sorgt die ganze Zeit über seine Frau Jo, die einen Job als Sozialarbeiterin hat. Unermüdlich arbeitet Tim jeden Tag von früh bis abends an seinem Prototyp, entwickelt ein Modell nach dem anderen. Nach mehr als 3 Jahren Arbeit ist sein Prototyp fertig. Tim meldet seine Erfindung zum Patent an, doch niemand lässt sich vom ersten Taschenmesser mit Zange überzeugen. Die Messerfirmen sagten, sorry, aber das ist kein Messer, sondern ein Werkzeug. Also ging ich zu Werkzeugfirmen, doch die sagten, das ist kein Werkzeug, sondern Schnickschnack. Der verkauft sich nicht. 500 Absagen später hat Tims Studienfreund eine Idee. Ich schlug Tim vor, dass wir sein Werkzeug selbst produzieren, anstatt weiter nach Herstellern zu suchen. Also tun sich die beiden Freunde zusammen und gründen eine Firma, die Leatherman Tool Group. Wenig später kam der Durchbruch. Ende Mai 1983 ging ich zum Briefkasten meiner Geschäftsadresse, die in Wirklichkeit mein Zuhause war. Da lag ein Brief der Katalogfirma Cabela's. Darin war eine Bestellung über $12.000 für 500 Tools. Ich dachte, endlich, nach 8 Jahren endlich eine Bestellung. Wir haben etwas verkauft. Ich war so glücklich. Ich ging die Wände hoch bis an die Decke. Unter Versandhändlern gilt das neuartige Multitool bald als Erfolgsprodukt. Alle wollen es im Sortiment haben, denn die Kunden sind verrückt nach Tims Erfindung. Die Verkaufszahlen steigen und steigen.
Im ersten Geschäftsjahr verkauften wir 30.000 Stück, im zweiten 70.000, im dritten 160.000 und 10 Jahre später, 1993, konnten wir 1 Million Leatherman-Tools herstellen und verkaufen, in nur einem Jahr. Aus einer einfachen Idee wurde das erfolgreichste Multitool aller Zeiten, das Taschenmesser mit Zange, hat seinen Erfinder zum Multimillionär gemacht.